Willkommen zu einer neuen Folge Anthem. Wir beide, also Nivalis und ich, sind wieder am Start. Ja, ich würde sagen, wir springen einfach gleich in die nächste Mission rein hier. Auf in den Magenta Blitz. Meine hat vorne so ein Schnüffelstück, deiner auch? Ein was? Ein Schnüffelstück. Meinst du das So. Sniffelstick? Wir machen die Mission Sehen in der Dunkelheit. Würde ich jetzt mal so vorschlagen. Das ist das von einem Arkanisten. Und ja, warte auf Spieler. Hüpf mal in deinen Anzug da. Ja, ich bin doch schon. Oh, ich hab doch schon bereit gedrückt. Ich hasse es. So, los geht's. Festungen bescheren dir dank erhöhter Droprate mehr Beute und Schatztruhen als andere Aktivitäten. Leider kann man die erst ab Level 10 laufen. Deswegen ist es total kacke, dass sie sowas schon am Anfang machen. Solche Werbung reinzuhauen. Solche Ja, aber Tipps zu dann weißt du geben. doch schon später Bescheid. Ja, toll. Aber wenn ich sowas lese, dann will ich jetzt sofort dahin und nicht erst in 5 oder 8, 9, 20.000 andere Level später. Weißt du, so benutzerfreundliche Tipps, das wäre mal geil gewesen, aber nicht sowas. Immer was zu meckern, der Herr. Und ich würde es auch cool finden, wenn es Nahkampfwaffen gäbe. Wenn man schon so eine Nahkampfklasse hat wie und mein einer da, dass man dann auch irgendwie so wirklich auch eine Nahkampfwaffe ausrüsten kann. Okay. Aber gibt es ja nicht. Schon geguckt, es gibt nur Fernkampfwaffen. Auf eine Art ist es nachvollziehbar bei den ganzen. Boah, Heldenlandung. Ich heiße Ganzen Guck dir doch mal meinen Fliegerviecher. coolen Arm an. Woher weißt du eigentlich, wo wir hin müssen? Aus sehr alten Welcher, der Filmbüchern. linke? Da war etwas, was der Oder der Vater da, wo rechte? du drauf guckst. Gelassen hat. Mein Etwas rechter. Wichtiges, was er nicht niedergeschrieben hat. Da bin ich mir sicher. Also hattest du nur eine Ja. Ahnung. Eine Hypothese. Klar. Die ploppen auch so rein und raus, ne? Merken Sie. Finden wir es heraus? Ja, die ploppen so rein und raus. Ja. Wo Okay, musst du also. denn lang? Irgendwie nach hier Ein rechts da. Turmloch! Ja, dann rein da. Bin ich doch schon. Ah, ich bin verbuggt. Ja, ich bin so hin und her gebobbelt. Du musst hochziehen, ne? Sind wir? Oh nein, das Blätterwerk ist hier sehr dicht. Wonach suche ich? Nach einer Art Markierung. Irgendwas, was andere Arkanisten erkennen können. Ey, komm, jetzt wird hier gemetzelt. Oh. Ein legendärer Frostwolfen. Der nichts gedroppt hat, ne? Hinter dir. Und noch einer. Widerliche Dinger. Also gut, finden wir die Markierung. Ich würde mal sagen, das ist das Ding hier oben. Da, ja. Wie ungewöhnlich. Ja, dass das einfach hier so nicht erkennbar war. Das habe ich schon einmal gesehen. Das löst nur mit dem richtigen Reiz aus. Und zwar? Ein Energiewechsel. Wenn er stark genug ist, erfassen die Kabel das und die Markierung wird aktiviert. Wie ein Feueralarm? Exakt. Das Gestalterobjekt an diesem Marker ist für Echos gemacht. Verstanden. Legen wir Feuer. Toll. Das heißt, wir müssen Echos sammeln. Ich hab eins. Ich sehe nicht mal ein einziges.
Es müsste noch ein weiteres Echo in der Nähe sein. Hier ist eins. Also kannst du immer drei Stück aufnehmen, ne? Ja. Es funktioniert, aber die Markierung wird erst durch einen größeren Energiewechsel aktiviert. Wir brauchen mehr Echos. Es ja. werden so viele Echos benötigt. Dieser Ort wurde ausgewählt, um diese Aufgabe zu erschweren. Es war allein nötig, dass Arkanisten mit Freelancern arbeiten. Natürlich. Wie hast du von den verborgenen Runen, nach denen wir suchen, erfahren? Als mir klar wurde, wie wichtig Geheimhaltung in unserer Geschichte ist, da eröffneten sich mir neue Sichtweisen auf die Forschung, die ich bereits vorliegen hatte. So. Fliegen wir mal zurück. Ich hab jetzt auch nochmal so drei von den Dingern, ne? Bin ich hier richtig? Wie kann ich die denn hier reinbringen? Du musst da einfach reinfliegen. Wo rein? Ach, da oben. Auf den. Es tut sich nichts. Wir brauchen wohl noch mehr. Okay. Suchen wir weiter nach Echos. Also ich hab noch eins. Ja, ich habe hier auch eins unter Wasser gefunden. Was glaubst du, wird passieren, wenn wir die Markierung? Ich schnetze mich hier gerade durch so ein Paketfahr durch. Nicht genau, aber meiner Theorie nach erfahren wir etwas über die verborgenen Runen. Ich habe hier einiges gar. Überlass ihnen das herumkommen. Die sind bestimmten Energiearten gegenüber empfindlich. Muss wohl auf ihre Insektenphysiologie zurückzuführen sein. Ich frage mich, ob... Ich bin gerade irgendwie beschäftigt, wer weiß. Oh, ja, natürlich. Ah, okay, man kann gar nicht so hoch fliegen, wie ich muss. Von Scheiß. Hey, hier ist eine Schildkröte. Hallo Schildkröte. Okay, rechts von mir. Ohne die Hilfe von Freelancern so. Hingekriegt. Langsam, mein furchteinflößender Gefährte. Wie viel hast du? Schon allein diese ich hab grad zwei, die versuche ich gerade wegzubringen. Ich versuche nur gerade diesen bescheuerten Punkt zu finden. Dieses Buch, das du suchst. Muss doch nur den Dings hinterher fliegen. Genau, was glaubst du darin zu finden? Finden? Nun, Arkanisten suchen Wahrheit, aber die Zeit verdreht die Wahrheit. Versteckt sie. Das Manuskript. Ist ein Fenster zu einer sehr alten Wahrheit. Muss immer diesen blauen Punkten folgen.
Ja, mir werden aber zwei angezeigt. Gut. Die Energie. Der Kleine bin ich. Also, komm einfach zu mir, wenn du meinen Punkt findest. Lass aber nicht zu, dass sie dir im Weg stehen. Hat sich nicht vor. Ich warte sonst hier einen Punkt auf dich, dann musst du einfach nur zu mir kommen. Holen wir diese Echos. Wieso sind sie in Käfigen? Das ist irgendwie unsinnig. Wie alle Köder für Freelancer. Ah, clever. Das respektiere ich irgendwie. Bei dir oder wo? Ich komm zu dir. Ja, ich hab hier nämlich noch mindestens einen und den kann keiner mehr aufsammeln. Ja, dann bring doch die erstmal weg. Ich bin auch hier, ich bin auch schon da. Hier, da drin. Ja, hervorragend. Aber hier müssen ja noch irgendwo welche sein. Hier ist noch einer. So. Ja, es fehlen jetzt noch drei. Ja, ich habe jetzt zwei schon. Einer muss hier irgendwo noch rum. Ja, ich habe hier noch einen Sensor, der gerade ausschlägt. Mal schauen, ob ich ihn finde. Ja, ich hab ihn. Ja? Ja. Na gut, also dann bringen wir ihn mal zurück. Ja, ich hab zwei. Es hat geklappt. Die Markierung wurde ausgelöst. Durch den Arkanisten Feueralarm. Exakt. So, Gegner von unten. Die Skorpedone besiegen. Alter, was ist das denn hier? Hau ab! Endlich! Jetzt aktiviere bitte diesen Marker! Machst du das? Ja. Mal sehen, was die Arkanisten uns zurückgelassen haben. Geschafft. Äußerst seltsame Energiesignatur. Können wir da rein? Nein. Also, Runen. Was genau sind sie? Geheimschrift. Eine verlorene und vergessene Technik. Wenn ich mir vorstelle, dass der Schlüssel zu meiner Arbeit die ganze Zeit vor meiner Nase lag. Hast du's? Ja. Die Energie beginnt zu schwanken. Soll das heißen, Beeilung? Ja, das sollte reichen. Aber ich glaube, ich weiß, wie wir mehr dieser Runen finden. Glaubst du, sie werden hilfreich sein? Ja, wenn du wieder in Fort Harsis bist, erkläre ich alles. Aber zuerst, danke.
Diese Runen sind der Schlüssel, um das elysische Manuskript aufzuspüren. Da bin ich mir sicher. Yeah. War doch gar nicht mal so schlecht, oder? Hey, verschwende deine Munition nicht. Also die Bilder sind manchmal echt ganz komisch. Ich habe irgendwie gefühlt immer nur zwei oder drei Stück und das sind immer dieselben. Ich habe jetzt gerade so eins, wo dieser Javelin Ranger oder Ranger Javelin das so steht und so, das so aussieht so, oh mein Gott, was ist passiert? Scharfrichter. Gut, das hast du jetzt auch gekriegt. Ja. Yeah. Level 7. Erhöht den Blitzschaden. Welchen Blitzschaden? Meinen Blitzschaden. Ja. Der ist für meine Klasse gedacht. Toll. Du sammelst auch Sachen, die nicht für deine Klasse sind, die du jetzt spielst, sondern die Sachen kannst du später auch nutzen. Toll. Auf zur Fort Tarsis. Weil wäre ja irgendwie blöd, wenn du für jede Klasse, die du später nochmal kriegst, nochmal neue Sachen sammeln müsstest. Wieso? Das ist ja der Sinn von einem Spiel, wo du grinden musst. Ja, schon, aber wenn du den neuen hast, dann hast du dementsprechend auch die Schwierigkeit also von den Gegnern und alles, weil du ja auch höhere Level bist. Wenn du nochmal von vorne anfängst. Ja, weil dein Javelin, der wird ja auch gerade mal dann Anfangbereich sein, dann musst du den ja auch erstmal vernünftig hochkriegen. Kann man doch durch Skill, welches man natürlich nicht hat, ausgleichen. Genau. So, wir müssen mit diesem Matthias nochmal schnell reden. Diese Quest abgeben, damit wir alle glücklich sind und zufrieden und wir endlich Level 7 werden. Und da ist der schon wieder. Nein, Mist, ich hab mich verdrückt. Nein! Du bist Freelancer, oder? Ich fahr jetzt irgendwie da zu dieser bescheuerten Startrampe. Man weiß ja nie. Guck mich an. Ich bin jetzt Wäscher, okay? Aber es ist noch gar nicht lange her, da war ich Reiniger. Ich hab das Gefühl, du bist da wie ich. Ständig auf Achse. Wir haben nicht wirklich was gemeinsam. Klar haben wir das. Egal, du kennst doch Yarrow, oder? Diesen steinalten Freelancer. Klar kenne ich Yarrow. Du denkst, du kennst ihn. Aber hast du das mit ihm und dem Tessilar gehört? Nein, aber ich ahne, dass du es mir jetzt erzählst. Ja, also das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Da hat er wohl ein paar Familien beschützt und eins der Kinder kam einem Tessilar-Nest zu nahe. Muss alles ziemlich schnell passiert sein. Um das Kind zu retten, hatte Yarrow keine andere Wahl, als den Tessilar mit bloßen Händen zu erdrosseln. Aber Tessilare geben Elektrizität ab. Das hätte Yarrow mindestens umgehauen. Stimmt, aber selbst bewusstlos hat er wohl seinen Griff nicht gelockert. Warum war er nicht in seinem Javelin? Ich glaube, es war ziemlich heiß draußen. In Javelins wird die Temperatur automatisch geregelt. Deine Fragerei ruiniert die Geschichte, okay? Ich versuche nur zu verstehen, wie er das geschafft haben soll. Aber glaub mir einfach, er hat's geschafft. Darum redet er so komisch. Tut er das? Ja. Noch nie mit ihm geredet? Doch. Echt? Ich hab's mal versucht, aber er war zu beschäftigt. Sag mal, hast du Zeit zum Mittagessen? Eher nicht. Stimmt, du bist ja genau. Dieser Niesen ist ja ein bisschen komisch, okay, ne? Man sieht sich. Du meinst einen Arsch? Nee, seltsam. Ich finde ihn total unsympathisch. Hm. Ich bin jetzt auf jeden Fall bei diesem Matthias. Ja, ich gehe da jetzt auch ran. Ich hab nur Ladebild. Ja, großartig. Du bist hier. Matthias, brauchst du was? Ob ich was brauche? Oh, nein. Ich habe was. Erinnerst du dich an die seltsame Energie, die die Runen ausgestoßen haben? Ich erinnere mich, dass du etwas erwähnt hast, während ich sie gesammelt habe. Ich konnte das Energiemuster isolieren und identifizieren. Ich habe es an deinen Krypter geschickt. Der mir jetzt helfen kann, diese unsichtbaren Runen zu finden.
die der Schlüssel zu einem weiteren unergründlichen Mysterium sind. Ich soll also noch mehr davon suchen? Ja, je mehr, desto besser. Wenn ich genug davon habe, finde ich ganz sicher heraus, wo das elysische Manuskript ist. Ganz sicher. Ich habe einige Anhaltspunkte. Sehr vielversprechend. Wir hören uns. Alles klar, Matthias. Okay. Also langsam wird diese Geschichte um ihn echt komisch. Aber gut, wir machen jetzt mal einen kleinen Cut. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da oder ein Abo. Schaut auch bei Nivalis vorbei. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn.